Mal wieder ein kurzes Juicy Feels Update Video. Es gab mal wieder eine Rundmail, wo ich kurz durchgehen möchte. Die E-Mail hat die Überschrift Juicy Mobilization. Und ja, im Wesentlichen geht es darum, dass hier gesagt wird, dass das Juicy Feels Geschäftsmodell ja im Prinzip funktioniert hat. Also sollte man es wiederbeleben. Dann wird hier ganz kurz geschrieben nochmal, dass es im Prinzip ja Geld gibt. Allerdings ist das scheinbar unter der Kontrolle von diesem Graf Luxburg. Nichtsdestotrotz wollen sie das ganze Juicy Feels System neu beleben, suchen einen neuen CEO, Anwälte und wollen das Ganze neu starten. Das hier ist, glaube ich, ein Typo, das soll Weather heißen und nicht Weather, also es geht, glaube ich, nicht ums Wetter. Dann schreiben sie hier kurz, was gemacht werden müsste. Ne? Klar, Cannabis verkaufen, neue Bankaccounts, neue Struktur, das macht alles Sinn. Scheinbar gibt es eben mit diesem Graf von Luxburg keine Kommunikation oder keinen konstruktiven Austausch. Und dann gibt es hier noch einen Satz, den ich wieder ziemlich unklar finde. Zwar geht es hier um diese Verbindung mit LC Med und da komme ich jetzt gleich noch einmal kurz drauf. Dann heißt es hier ja, Freiwillige und Presse werden geholfen, werden gesucht für Hilfe. Man soll dem Telegram-Kanal beitreten. Hier steht natürlich nicht, welcher Telegram-Kanal. Und auch wieder hat diese E-Mail keine Unterschrift. Das heißt, es ist wieder komplett unklar, wer das hier geschrieben hat. Finde ich ziemlich merkwürdig und ist für mich ein bisschen schwierig zu erklären. Was ich aber interessant finde, ist diese Verbindung mit LC Med. Also ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und habe diesen Artikel hier gefunden. Und zwar ist es im Cana Reporter. Und ja, hier geht es um die Verbindung mit Juicy Feels und die ganze Problematik. Der Artikel ist schon zwei Wochen älter. Ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail über alles gehen. Aber was ich ganz spannend finde, ist der letzte Absatz. Da geht es nämlich um LC Med. Also im Prinzip war ja zwischendurch mal das Problem des Juicy Feels, als seine Adresse die Adresse von der LC Med AG angegeben hat. Und dann hat LC Med direkt reagiert und gesagt, nee, hier, wir haben mit denen nichts zu tun und so weiter, alles Quatsch. Aber es gibt wohl tatsächlich, das kann man hier wohl nachvollziehen, eine ziemliche Interaktion zwischen den beiden Firmen. Und zwar hat die LC Med wohl im Dezember 2021 2,5 Millionen Euro von der Juicy Feels Gruppe erhalten als Investment. Also irgendwie dieses komplette sich distanzieren von LC Med ist offensichtlich auch irgendwie falsch. Also da stimmt auch irgendwas nicht. Und dann kommt natürlich hier nochmal die zusätzliche Komplikation hin, dass LC Med scheinbar von einer Luxburg-Firma gehalten wird, also eben von diesem Graf von Luxburg. Und auch die Adresse von der LC Med stimmt wohl scheinbar mit dieser Luxburg-Firma überein hier. Also das ist alles ein ganz merkwürdiges Konglomerat, was da zusammenhängt. Und die haben diesen Stefan Graf von Luxburg auch versucht offensichtlich zu erreichen und haben da auch keine Antwort bekommen. Also sehr, sehr interessant. Irgendwie auch total strange alles. Ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht. Die neue Plattform soll ja im September ausgerollt werden. Kann man drauf hoffen oder auch nicht. Sieht alles irgendwie merkwürdig aus. Ich möchte euch zum Ende dieses Videos einmal kurz eine Gelegenheit zeigen, wie man jetzt gerade relativ schnell passiv Geld verdienen kann. Und zwar gibt es von Nexo hier gerade eine Aktion. Wir können nochmal ins Referral gehen. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, wenn ihr noch keinen Nexo-Account habt und mit meinem Link, der hier in der Infobox ist, bei Nexo einen Account macht, könnt ihr dort das übliche KYC-Verfahren machen, dann $100 einzahlen, egal in welcher Währung, kann auch ein Stablecoin sein. Und wenn ihr die 30 Tage haltet, bekommt ihr einen Reward von $25 in Bitcoin. Und nach diesen 30 Tagen habt ihr dann eben $125 und wenn ihr nicht bei Nexo bleiben wollt, könnt ihr es auch komplett abheben, woanders hin transferieren und habt dadurch also im Prinzip in 30 Tagen $25 verdient und ich übrigens auch. Insofern stelle ich das hier halt vor. Würde mich freuen, wenn das für den einen oder anderen vielleicht interessant wäre. Das wird jetzt nicht reichen, um die Juicy Feels Verluste wieder rauszuholen, aber ist vielleicht trotzdem eine interessante Option. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Kurzes Juicy Feels Update. Ich freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao.